Circumstances force a hasty departure, amigo. What's the problem? The French want their missile technology back, and after that last incident, I feel it is time to find safer harbors. Wouldn't it be safer to fly? I'd be dead before I reach check-in. Besides, I need to get my merchandise out of the country. Need another gun? You, my friend, are worth 10 guns. Alle Mann an Deck ist die letzte Mission, die man für Colonel Cortez durchführen wird. Und die ist auch gar nicht mal so leicht. Man kann es definitiv verhunzen beim ersten oder zweiten Versuch. Man braucht wie immer ein bisschen Glück und Geschick. Nämlich, es gibt genügend Angreifer, die versuchen werden, Cortez daran zu hindern, zu verschwinden. Und deswegen muss man für ihn den ganzen Weg freiräumen hier. Dann heißt es ja auch, beschütze den Colonel und seine Yacht um jeden Preis. Ansonsten kriegt man gesagt, was zu tun ist. Genau. Leider kann ich die M60 nicht verwenden, die ich immer noch mit mir rumschleppe. Keine Munition oder was auch immer. Aber dann ist es auch dank Radar und weil sie schön markiert werden, die Gegner, einfach zu erkennen, wo sie sich befinden. Einfach alle abknallen. Die Munition ist leider begrenzt. Das heißt, man kann nicht wild durch die Gegend ballen, sondern man sollte ein bisschen darauf achten, dass man nicht komplett alles verschwendet. Aber zuerst ein paar Verfolger von rechts und von hinten, die einen versuchen, das Leben schwer zu machen, abknallen. Aber dann kommt man leider zu dieser Seeblockade, wie man es nennen mag, bei der Brücke. Und ab dann beginnt die eigentliche Herausforderung. Dann wird es eine ganze Weile dauern. Außer man hat eine Taktik, die ich nicht kenne, oder man ist einfach ultra begabt, was auch immer. Es werden eine ganze Menge Gegner auf einen zukommen, die man erledigen muss. Und es wird nicht lustig. Also das fand ich gar nicht mal so amüsant. Also zuerst muss man vor den ganzen Gegner hops nehmen. Da gibt es noch genügend Boote, die durch die Gegend fahren, die man so nach und nach ausschalten muss. Die dann alle auch versuchen, dann natürlich an Bord zu kommen, weil das ist ihr großes Ziel, den Cortez ausschalten. Und sie werden auch an Bord kommen. Aber das Dümmste ist eigentlich, dass hier dann auch noch die Helis kommen, wo man auch gesagt bekommt, die soll man kaputt machen. Und es ist wirklich so, man muss die Helis zwingend abschießen, weil ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich hatte zumindest den Eindruck, weil ich die Helis am Anfang einigermaßen ignoriert habe. Man muss sie irgendwann abknallen, wohl oder übel, dass sie wirklich abstürzen und kaputt gehen. Sonst kommt der Heli immer wieder angeflogen und liefert Nachschub ohne Ende. Das heißt, man sollte nicht nur auf die Gegner ballern, sondern wirklich auf die Helis, dass sie kaputt gehen, damit es auch vorangeht irgendwann bei der Mission. Habe ich leider selber viel zu spät gecheckt. Ja, deswegen hat es auch entsprechend lange gedauert bei mir. Und nicht nur deswegen, es kommen eine ganze Menge an Gegnern.
Wenn man dann eine ganze Menge Gegner weggeräumt hat, dann war es das leider immer noch nicht, dann kommt plötzlich noch ein Kampfheli. Wie heißt denn Gegner dann? Also ich weiß es leider nicht auswendig. Ne, ein Apache Head. Wie spricht man die Dinge aus? Ich weiß es nicht. Egal, den muss man auch noch abknallen. Glücklicherweise liegt ein bisschen Munition herum, also was hier die Aufgabe ist, oder einfach das Vorgehen. Auf den Helikopter ziehen und draufhalten. Das ist wirklich die Idee der Stunde. Alles andere, das ist sowieso das Einzige, was man machen kann. Also, auf diesen Flexilien. Man hat allerdings Glück, dass er nicht auch noch Raketen abfeuert, sonst, also realistisch betrachtet, ist es eine recht aussichtslose Situation, in der man sich da befindet, gegen die unzähligen Franzosen. Aber dann habe ich es geschafft, der Heli stürzt ins Meer, explodiert und dann gehen auch von Räumen der Yacht des Colonels den Weg frei. Man muss halt einfach noch die Blockade auflösen, indem man ein Schiff zerstört oder zwei. Also eigentlich, ich glaube, bei mir hat letztendlich sogar eins gereicht oder zwei. Egal. Man muss auf jeden Fall vorne die Blockade auflösen, indem man es zum Brennen und Explodieren bringt. Kriegt man hin, weil es sind keine Gegner mehr am Leben. Das ist dann praktisch nur noch Formsache gewesen. Das ist kaputt und wenn ich jetzt das hier noch abknall, dann löst sich die finale Cutscene hier aus. Und dann war's das. Dann zieht Colonel Cortez davon. Und das war's. Das ist eine langwierige, gar nicht mal so einfache Mission. Hat man sich verdient. Das Geld, was auch immer. Thomas, you have protected and served me well. But now you must leave us before we reach the open seas. I will lower my personal launch. Keep it, my friend. A token of my gratitude. Thank you, Colonel. One more request. While I'm away, could you keep an eye on Mercedes for me? I think she could look after herself, but sure, I'll keep an eye out. Gracias, amigo. Hasta luego. Adios, amigo.